Mario Kart 7 wird heute ganze 11 Jahre alt. Und das bedeutet, wir machen es wie bei jedem guten 11-Jährigen und nutzen die Chance, um uns viel zu intensiv über seine Zeugung und seine Inhalte zu unterhalten. Das hier war das erste Mario Kart Spiel, bei welchem ich den Release Ende 2011 live mitbekommen habe, bei dem ich die Trailer vor Release geschaut habe und quasi direkt zu Beginn in der Materie drin war. Und auch wenn es noch ein gutes Jahr gedauert hat, bis ich selbst einen 3DS mit dem Spiel in meinen Händen halten durfte, habe ich so gut wie alles aufgesaugt, was es zu dem Spiel gab. Parallel zu meiner Affäre mit Mario Kart Wii natürlich. Doch bevor wir uns jetzt wirklich um das Spiel kümmern, ihr habt gesehen, worauf ihr euch eingelassen habt. Ja, mein Mii ist auf dem Thumbnail, also gibt's erstmal eine gehörige Portion Kindheitsschmalz von mir. Im Jahr 2011 habe ich mein Sternzeichen von Löwe auf Jungfrau gewechselt, mit dem Erhalt dieses Albino-Ziegelsteins hier. Die Nintendo Wii war streng genommen nicht mein Einstieg in die Welt von Nintendo, aber es war die erste Konsole, die wirklich mir gehört hat und wo ich mir selbst auch die Spiele gewünscht habe, die ich spielen wollte. Und als der Nintendo 3DS dann um die Ecke kam, hat's mich um die Ecke gebracht. Den habe ich dann 2012, also schon im Jahr darauf, bekommen. Und so im Nachhinein bin ich komplett verwundert, dass ich 2 Jahre in Folge eine neue Konsole bekommen habe. Aber ich denke, es stand rückblickend meiner Entwicklung nicht im Weg. Oder fällt euch was auf, das nicht stimmt? Die Spiele, mit denen ich den 3DS bekommen habe, waren Super Mario 3D Land und Mario Kart 7. Wow, wie individuell, sag bloß, du schmierst auch Margarine auf dein Butterbrot. Mein Spielehorizont war nicht unbedingt bestialisch klein. Ich habe mir viele 3DS-Spiele mal angeschaut, wenn sie erschienen sind, aber am meisten hängen geblieben bin ich halt immer bei Mario. Und wenn man sich nicht einfach unbegrenzt Videospiele selbst kaufen kann, sucht man sich die Sachen aus, auf die man halt am meisten Bock hat. Und boy, hatte ich Bock auf diese Spiele. Auch in 3D Land habe ich hunderte Stunden Spielzeit. Ich habe erst das Spiel auf 100% komplettiert, dann alle möglichen mir noch fehlenden Rätsel, Boxen abgefarmt, dann einzelne Levels gespeedrunnt und dann mir selbst Challenges ausgedacht. Das war ein Traum, den man mit 22 Jahren nicht mehr so wirklich ausleben kann. Lange Autofahrten waren gerettet. Die 3DS-Batterieanzeige war gleichbedeutend mit meinem Wille zu leben. Da fällt mir auf, ich habe das Ding schon lange nicht mehr aufgeladen. Und Super Mario 3D Land wird für immer ein Symbol meiner Kindheit bleiben. Ach, es geht ja um Mario Kart 7, ups. Mario Kart 7 ist das Spiel der beiden, für das meine persönliche Nostalgie relativ gering ausfällt. Was sowohl schade als auch merkwürdig ist, denn es war mindestens ein so großer Bestandteil meiner frühen Jugend wie sein Vorgänger. Ich scheine damit aber auch nicht alleine zu sein. Wann immer das Gesprächsthema auf die moderneren Mario Karts fällt, höre ich deutlich mehr Leute, die für den Wii-Teil Nostalgie empfinden, als für Mario Kart 7. Und daran, dass es sich um einen Handheld-Ableger handelt und es deswegen vielleicht weniger bedeutsam ist, kann es auch nicht liegen, wenn ich höre, wie viele Leute Mario Kart DS anhimmeln. Und das auch vollkommen zu Recht ganz nebenbei erwähnt. Vielleicht liegt es daran, dass Mario Kart 7 heutzutage einfach nicht mehr so viele Alleinstellungsmerkmale hat wie MKW. Viele der Neuerungen wurden in den Nachfolgern übernommen und die Sachen, die MK7 exklusiv behalten hat, werden nicht die Welt bewegen. Ich meine, was hat es denn heute noch für einzigartige Features? Wow, eine First-Person-Perspektive? Das einzige Spiel in einem Seitenverhältnis von 5 zu 3? Mensch, es ist ja so ein besonderes Mario Kart. Ich frage mich, warum so wenig Menschen drüber reden. Na, hast du das gehört, mein Kind? Keiner hat dich lieb. Du wirst nie etwas erreichen. Deine Geschwister können sowieso alles besser als du. Und abgesehen davon, warst du nicht eh das Mario Kart mit dem beschissensten Charakterroster? Weg mit dir! Pa! Au! 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 Warum hat er mich nicht mehr lieb? Ich habe ihn in seiner Kindheit begleitet, als er nichts anderes hatte. Jetzt lässt er mich so liegen. Warum? Oh, hey, MK7. Lange nicht gesehen. Du siehst so betrübt aus. Wie kommst du denn darauf? Nur so ein Gefühl. Hör mal, wenn du reden möchtest, du kannst dich mir jederzeit öffnen. Ja, okay. Es hat alles angefangen, als Benny sein Mario Kart Wii-Tribut erstellt hat. Seitdem redet er davon. Ja, er möchte das Gleiche mit mir machen. Aber stattdessen spielt er irgendwelche Pferdespiele. Ich bin mir sicher, das ist auch nur für ein Video gewesen. Ich bin mir nur sicher, dass er ein Wichser ist. Er wird das noch bereuen, was er mir angetan hat. Seit Jahren hängt er nur noch mit Mario Kart 8 Deluxe ab. Weil das Hupen hat und ich nicht, ist mein Gameplay ihm etwa zu flach. Das würde erklären, warum er mich nur bis Welt 2 gespielt hat. Wir sollten uns zusammentun, du und ich, gegen diesen PUBG-Fit. Die Schisten. Er steht auf Fische? Nein, auf Abgase, du Vollidiot! Und auf Mario Kart-Strecken. Und du willst dich mit mir gegen ihn verbünden? Ich will nicht, aber ich sollte. Ist das dann nicht voll die Zweckgemeinschaft? Siehst du so aus, als wärst du sonst für was nützlich? Ja, okay.
Oh, jetzt geht's um die Entwicklung von Computercode, mein Lieblingspart von Mario Kart Videos. Stellt euch vor, die E3 2010 findet statt. Reggie geht ganz normal eine Treppe runter, statt ein Salto zu machen, dann geht's um Skyward Sword und das Spiel funktioniert nicht. Ach, darum gab's das Remaster. Damit verbringen sie dann fast 20 Minuten Jesus. Dann gibt's noch Mario Sports Mix, Wii Party. Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein langes Segment über Disney Epic Mickey. Nintendo weiß einfach, was ich in minus 12 Jahren will. Zugegebenermaßen war die Präsentation insgesamt gar nicht super schlecht, aber es war jetzt halt auch nicht so die beste. Es kamen noch ein paar Must-Have-Titel für die Wii, das will ich gar nicht unterschlagen, doch insgesamt, ja, ich denke, das waren die Wehen für das Jahr des Luigi, wenn ich so drüber nachdenke. Doch dann kommt's. Die Zukunft ist hier. You might find your game memories sliding into the past. But we're going to close today by throwing you in the other direction, far into the future of gaming. Der 3DS wurde vorgestellt mit dem Versprechen, dass es am Erscheinungstag des Geräts, Zitat, ample game content available gibt. Das ist jetzt übrigens der Moment, wo ihr lachen dürft. Es kommt ein großartiges Third-Party-Scissor-Reel-Segment mit Entwicklern, wo ich den meisten nicht mal zutrauen würde, dass sie überhaupt wissen, was ein 3DS ist. Dann kommt ein CGI-Trailer fürs System, wo unter anderem der Final Boss von 3D-Land gespoilert wird. Danke dafür, Nintendo! Und Reggie wird medium-rare gegart. Viel Spaß mit 3DS! Zum Ende der Pressekonferenz kommen noch eine ganze Menge hübscher Frauen auf die Bühne und lassen euch an ihrem 3DS spielen. Und ihr fragt euch, warum er erfolgreicher als die Wii U war. Bedenkt, dass wir zu diesem Zeitpunkt halt noch nichts über den 3DS wussten, außer dass wir einen Plan haben, was das Gimmick ist und dass er halt aussieht wie ein etwas besserer DS. Das ist ja auch alles schön und gut, aber wo war Mario Kart? Es wurde Nintendox plus Cats gezeigt, also vielleicht habe ich nur zu hohe Ansprüche, aber Mario Kart! Erst in der Nintendo Booth danach hat man dann Screenshots vom Spiel gesehen, und zwar 3 an der Zahl. Es gibt noch Gameplay, was verwackelter ist als meine finanzielle Stabilität, und das ist alles an Footage, was wir heute von der E3 2010 bezüglich Mario Kart 7 haben. Ich verrate euch jetzt mal ein Geheimnis. Der Nintendo 3DS war gar nicht so richtig launchbereit, als er gelauncht wurde. Aber Mario Kart 7 sah eigentlich schon relativ stabil aus. Was ich damit sagen will, ist, dass ich es faszinierend finde, dass die Strecken, die wir da zu sehen bekommen haben, schon relativ fertig aussahen. Und warum ich das faszinierend finde, obwohl es relativ normal ist eigentlich, hört ihr gleich. Also jetzt. Springen wir in das Jahr 2011. Es sei denn, ihr habt eine Phobie, dann springt lieber auf Double Dash oder so. Infos zu Mario Kart 7 bei der E3 2011 werden durch die digitale Welt gespült. Doch vorerst beginnt das Ganze mit einem orchestralen Zelda-Stück, anlässlich des 25-jährigen Jubiläums, gefolgt von sehr viel anderem Zelda-Stuff. Damit ist das letzte Jahr wieder gut gemacht, stimmt's? Und dann irgendwann geht's um den Nintendo 3DS. Ihr wisst schon, die Zukunft, wo von völlig neuen Erfahrungen auf dem System die Rede ist. Das hier ist der erste Videoclip, der unmittelbar danach läuft. Endlich Originalität! It's the game you've enjoyed for years, but now it's a tricked out version you haven't driven before. Ja, weil es noch nicht erschienen ist, du Depp. Es folgt ein Trailer. Und das ist der Trailer, an den ich immer denken muss, wenn Mario Kart 7 Pre-Release-Footage auf der Tagesordnung steht. Was überraschend oft der Fall ist. Man sieht ehrlich gesagt ziemlich viele verschiedene Strecken und natürlich die 2 Neuerungen. Den komplett neuen Gleiter und das Unterwasserfahren. Was früher mal Versicherungsbetrug war, ist nun ein integraler Gameplay-Bestandteil. Die Fähigkeit, sein eigenes Kart zu bauen, wurde angeteased, aber aus irgendeinem Grund haben die Jungs vor der Footage-Aufnahme gefühlt nur 2 Sachen freigeschaltet. Und kein einziges Mal im Trailer wird ein Stunt an einer Rampe ausgeführt. Nintendo war generell irgendwie auf dem Trip, dass viele ihrer Trailer in den frühen 2010er Jahren so unnötig langweilig aussahen. Leck, Junge, drück doch einfach mal Y, das soll aussehen, als könntest du was! Selbst in den Gameplay-Demos, die später spielbar waren, im Footage von Nintendo World Report, macht der Boy kein einziges Mal einen Stunt. Wenig überraschend, in einer Demo-Version des Spiels, die man in Geschäften anspielen konnte, wird auch nirgendwo erwähnt, dass man einen Stunt machen kann. Das Bildungssystem bröckelt, Leute. Ach, und Fahrzeugteile sind immer noch nicht freigeschaltet, warum auch? Die Musik und Soundeffekte in den Menüs entstammen noch Mario Kart Wii, auf den Strecken hingegen läuft schon brandneue Musik, oh baby. Ein paar Unterschiede im Vergleich zur finalen Fassung des Spiels gibt's, die Fahrzeugstats zum Beispiel werden noch nicht in der Auswahl der Kartteile angezeigt, die Strecken haben 2 Runden statt 3, wahrscheinlich damit die Rennen kürzer sind und mehr Leute die Chance haben zu spielen. Beim Gebirgsfahrt fehlen die beiden Rampen kurz vorm Ende, die Münzen am Anfang der Cheep-Cheep-Bucht sind anders angeordnet. Jetzt verschwendet er aber echt deine Zeit mit dir. Insgesamt kann man wohl sagen, das Spiel sah
so nah an der Vervollständigung aus, wie es nur irgendwie ging. Also wenn man sich nicht genug informiert hat, könnte man das sagen. 2011 war ein kritisches Jahr. Nicht nur war ich schon fast ein Dutzend Jahre am Leben, sondern Nintendo hatte mit der Entwicklung vieler Spiele gleichzeitig zu kämpfen. Erinnert ihr euch an Nintendox plus Cats? Das sollte vor Mario Kart 7 rauskommen und hatte daher die höhere Priorität bei den Entwicklern. Boah, ich sollte meine Abi-Prüfung schreiben, aber ich muss vorher unbedingt gehen. Erinnert ihr euch an Skyward Sword? Ja, nach der E3 2010 hat man die Entwicklungszeit aus irgendwelchen Gründen verlängert, sodass diese nun auch plötzlich in 2011 reingegrätscht ist. Und auch wenn es am Anfang noch geplant war, dass die Entwicklung von MK7 erstmal ruhig startet, fehlten gegen Ende dann doch die Ressourcen. Was macht man also? Man geht zu den Entwicklern von Donkey Kong Country Returns, den Retro Studios, die sind gerade fertig geworden mit dem Spiel und was kriegen sie zu hören? Arbeitet an Mario Kart, ihr Bitches! Aus den Interviews in der Iwata Asks-Reihe geht hervor, dass die Mitarbeiter dort zwar gestresst wegen der Aufforderung waren, aber es auch liebten. Sie haben Mario Kart alle seit der Kindheit gespielt und ein Traum ging in Erfüllung. Soll ich jetzt neidisch werden oder was? Die Retro Studios halfen dann bei der Entwicklung des Spiels mit. Vor allem bei den klassischen Rennstrecken und den Retro-Strecken. Sonst hätten die sich auch umbenennen müssen. Sie haben also an den konzeptionell simpleren Strecken gearbeitet, damit sie sich besser in den Entwicklungsprozess eines Mario Kart Spiels einarbeiten können. Und so geschah es, dass man für Mario Kart 7 dann doch das versprochene Erscheinungsdatum einhalten konnte. Also erschien Mario Kart 7 am 1. Dezember in Japan, am 2. Dezember in Europa, am 3. Dezember in Australien, am 4. Dezember in Nordamerika und am 303. Dezember in Hongkong. Asiatische Adventskalender werde ich nie verstehen. Man könnte sagen, das Spiel hat in Zusammenarbeit mit 3D Land dem 3DS dabei geholfen, aus dem Straucheln in der Anfangsphase herauszukommen. Und das zeigt sich am prominentesten durch die rund 19 Millionen verkauften Einheiten, die MK7 über die Jahre erreicht hat. Mehr als jedes andere 3DS-Spiel. Sogar mehr als ich? Hast du dich mal angesehen? Ich war jedoch nicht ganz präsent zum Launch. Ich habe zwar alles mitbekommen, aber war gerade noch frisch dabei, meine Affäre mit Mario Kart Wii in der Zeit aufzubauen. Doch es gibt ja nichts, was nicht ein Jahr später durch die Pubertät gefixt werden könnte. 2012 war für mich eigentlich ein noch sehr Wii-lastiges Jahr. All die Spiele, von denen ich immer Videos online gesehen habe, konnte ich endlich mit meinen eigenen Codegriffeln erleben. Das war ein aufregendes Gefühl. Und dann kam der Nintendo 3DS. Klingt nach Reizüberflutung, war aber rezeptfreie Medikation. Keine Ahnung, irgendwie assoziiere ich MK7 immer mit dem Jahr 2012 und den 3DS mit dem Jahr 2011, obwohl die beiden Dinge jeweils ein Jahr vorher erschienen sind. Ich meine, ich lieg nicht völlig falsch, aber mal weg von meinen Kindheitstraumata und zurück in die sogenannte Realität. Das hier ist die Verpackung vom Spiel. Und riecht ihr das? Das riecht nach der Farbe Weiß. Die Mario Kart Serie hat irgendwie diesen etwas ernsteren Touch seit dem DS-Ableger bekommen. Ich meine, man merkt es allein schon an der Schriftart vom Logo. Und ja, wir sind wieder in diesem Territorium angekommen. Um ganz ehrlich zu sein, wie spannend kann ein Boxart von meinem Mario Kart Spiel aber schon sein? Die Vorderseite schreit quasi nur, guck mal, ich bin nicht Sonic R, du solltest mich erwerben. Die Rückseite schreit, guck mal, neue Sachen und sogar drei neue Items, total aufregend. Die Jungs und Mädels von Nintendo haben einfach einmal alles was Neues hier draufgehauen und gesagt, perfekt, Geld bitte. Nicht mal die Aufbereitung ist super interessant. Nun, um ehrlich zu sein, wenn ich mir mal so das volle Boxart von Mario Kart Wii anschaue, könnte man hier die gleichen Probleme aufzählen. Aber das ist ja das Schöne in meinem Weltbild mit der Pappschachtel von MKW, man merkt oft gar nicht, dass die anderen es nicht viel besser zu haben scheinen. Natürlich ganz wichtig bei einem 3DS-Spiel ist, es werden 3D-Bilder verwendet. Wie sonst soll Mario denn auch über den Parallelogramm hier schweben, ha? Ja, reden wir doch auch mal über den 3D-Effekt. Hat ja bisher sonst niemand. Ich habe aktuell nur ein New 2DS XL zur Hand, weil ich ums Verf***en meinen alten 3DS nicht mehr finde. Also muss ich mal kurz ganz tief in meinen Erinnerungen wühlen, um eine detaillierte Meinung zum 3D-Effekt zu bilden und ich bin zum Entschluss gekommen, dass er wahrscheinlich ganz okay war. Ich meine, das Spiel profitiert in keiner Weise davon, den Effekt einzuschalten. Das Spiel hat auch nie irgendwelche Stellen, die extra ungünstig für 2D-Spieler gestaltet sind. Guckt mal Leute, ich bin Super Mario 3D Land, ein 3D-Spiel für den 3DS. Viel Erfolg ohne 3D in diesen Bereichen, hahaha. Solcher so spart sich MK7, wofür ich übrigens auch sehr, sehr dankbar bin. Ich kann mich daran erinnern, dass gerade bei sowas wie dem Blooper der 3D-Effekt sehr cool war, einfach weil die Tinte dann wirklich in den Vordergrund gesplashed ist. Ansonsten aber, falls ihr noch nie selbst den Effekt gesehen habt, er sieht wahrscheinlich genauso aus, wie ihr ihn euch vorstellt, quasi der Naturjoghurt unter den 3D-Effekten. Es gibt coolere Nutzungen, es gibt aber auch schlechtere Nutzungen, nämlich von den Spielen, die irgendwann einfach kein 3D mehr unterstützt haben. Na dann stecken wir das Spiel doch einfach mal ein, ich meine, was soll schon schief gehen? Mario Kart 7!
dieser Titlescreen. Das ist ja so unglaublich gewöhnlich. Willkommen zu Mario Kart 7. Du hast bestimmt Wii und DS gespielt, oder? Dann kennst du dich hier ja bestens aus. Rückblickend betrachtet ist es echt krass zu sehen, wie wir von all den farbenfrohen Titelbildschirmen der ersten vier Ableger zu den sterilen und moderneren Titelbildschirmen mit weißem Hintergrund gewechselt sind. Mario Kart 7 macht euch hier absolut nichts vor. Ich meine, das Schlimmste, was es geben kann, ist, wenn ein Mario Kart Titelbildschirm euch anlügt. F*** you. Aber in der heutigen Ära des Dark Moons halte ich das nicht lange aus. Schnell in den Singleplayer. Modi, habe ich recht? Aus irgendeinem Grund haben die Nintendo-Mitarbeiter im Wörterbuch nicht bis V geblättert und deswegen ist Mario Kart 7 wohl eins der seichter bestückten Ableger der Serie. Wir haben gewissermaßen das Minimum von dem, was da sein muss, aber alleine die Tatsache, dass die beiden Wettkampf-Modi zwei getrennte Unterpunkte sind, spricht schon Bände. Lasst uns mit Grand Prix loslegen. Wir wählen unsere bevorzugte Hubraumklasse aus und das sind die 8 Charaktere, mit denen man startet. Bitteschön. Dieses Charakterroster funktioniert. Aber ich werde es nie akzeptieren. 50% der Fahrer sind zu Beginn freigeschaltet, die anderen 50% bekommt man nach und nach, wenn man die 8 Cups im 150cc im Hubraum gewinnt. So erhalten wir Daisy nach dem Pilz Cup, Wario nach dem Blumen Cup, Rosalina nach dem Stern Cup und Metall Mario nach dem Spezial Cup. Warum zum F*** bist du hier? Der erste Newcomer, von dem ich gehört habe, der im Spiel ist, ist Metall Mario, der Anfang eines grausamen und teuren Trends. Ähnlich wie Funky Kong in Mario Kart, wie ist er hier der Charakter mit den präferierbarsten Attributen, oder? Um es mit der Sprache von Mario Kart Fans auszudrücken, ist eine geile Schnute. Für die Retro Cups kriegen wir den Shy Guy nach dem Panzer Cup. Er war in Mario Kart DS spielbar, wenn man mittels Download-Spiel geschnorrt hat, was also damals ein Zeichen der Demütigung war, ist jetzt ein allgemeingültiges Menschenrecht. Seht ihr, früher war nicht alles besser. Nach dem Bananen Cup gibt's Zugriff auf die Honigkönigin. Jetzt bin ich mal der Juckreiz bekommt. Die Entwickler haben sich in Interviews zum Charakterroster geäußert. War auch dringend nötig. Und unter anderem dabei angesprochen, dass die großen und dicken Charaktere in den Mario Kart Spielen bisher immer den Ruf hatten, voll böse und gemein zu sein und man das jetzt ändern wollte. Was für ein toller Grund, um Naturgesetze aus dem Weg zu räumen. Und aus dem gleichen Grund wird wohl auch Wiggler ins Spiel gekommen sein, den man nach dem Blood Cup freischaltet. Man kann MK7 ja vorwerfen, was man will, aber wenigstens hat es versucht, Tierversuche sexy aussehen zu lassen. Zu guter Letzt erhält man Lucky Two nach dem Blitz Cup und das war's. Das Einzige, was man jetzt noch bei 150cc freischaltet, ist die Gespiegelt-Klasse. Och, mein Lieblingscharakter. Kein Waluigi, kein Bowser Jr., kein Diddy Kong, kein Baby Mario, kein Baby Luigi, kein Knochentrocken, keine Toadette. Ein paar davon waren wohl für Mario Kart 7 geplant, aber sie haben es auf jeden Fall nicht reingeschafft. Du hast ja weniger individuelle Charaktere als ich. Oh, wart nur ab. Hör zu, ich verstehe, dass Handheld Mario Kart etwas simpler sind und dass da eigentlich immer weniger Charaktere gab als in den Heimkonsolen-Ablegern. Aber wenn man schon sich nur 16 Slots Platz nimmt. Warum packt man dann die verschissene Honigkönigin ins Spiel? Das Roster hat viel zu wenige Veteranen und absolut überflüssige Neuzugänge und das liegt nicht am Schmelzpunkt. Ich persönlich bin ein Riesenfan von Lucky Two oder Wiggler, also versteht mich nicht falsch, aber ich weiß nicht, ob das die Situation besser macht. Ich glaube, das heißt eher, dass ich mental irgendwann mal falsch abgebogen bin, wenn ich auf ein paar asymmetrisch gestapelte Vanilleeiskugeln in eine Bananenbuggy abfahre. Wiggler als Lieblingsfahrer in Mario Kart 7 zu haben, ist so ein bisschen wie sich das Mobbing auszusuchen, das einen am wenigsten beleidigt. Wir können natürlich auch noch mit unserem Mii fahren, den habe ich freigeschaltet, nachdem ich im Spiegelmodus alle Cups beendet habe. Und das Mii ist in Ordnung. Ich meine, es lebt im Charakterroster scheinbar unter Bio-Bedingungen so viel Platz, wie es bekommt. Ich denke mal, sie mussten das irgendwie ins Spiel packen, weil zu der Zeit Miis halt der hotte Shit waren. Aber ich meine, es ist der 3DS. Habt ihr auf dem 3DS jemals den Mii-Maker genossen? Ich denke, ich kann mich nicht daran erinnern, jemals viel mit meinem Mii gespielt zu haben. Außer wenn ich mir mal dachte, oh boy, das wäre jetzt richtig funny. Endlich mal wieder mit einer Jungfrau spielen. Ich meine, dann kann ich auch gleich einfach Wario nehmen. Kommen wir zum nächsten Teil des Auswahlprozesses. Oh Gott. Ich sag's direkt vorab. Dieses Konzept hat so viel Potenzial und es gibt einen Grund, warum es in Mario Kart 8 und auch in Tour weiterlebt. Aber alles in diesem System fühlt sich in Mario Kart 7 einfach langweilig an. Ich weiß nicht, wie klar ich dir das noch machen soll, aber er liebt dich nicht. Du hast ihm doch noch nicht mal eine richtige Chance gegeben. Warte, willst du dich nicht eigentlich an ihm rächen? Ja, aber es ist verboten, Gefühle dabei zu haben. Erstmal schaltet man Fahrzeugteile im Schneckentempo frei und am Anfang hat man wirklich nicht viel Auswahl. Das Prinzip
Prinzip ist eigentlich echt cool. Die Münzen feiern mal wieder ein Comeback in diesem Spiel, doch statt diesmal nur die Höchstgeschwindigkeit zu beeinflussen oder auf die dümmstmögliche Art und Weise Retro-Strecken freizuschalten, erhält man nun bei bestimmten Gesamtsummen neue Kartteile, egal ob das eine Karosserie, Reifen oder ein Gleiter sind. Doch diese Gesamtsummen sind keine leichte Aufgabe, da man pro Rennen nur maximal 10 Münzen einsammeln kann und für den Gesamtzähler nur die Münzen gelten, die man ins Ziel mitnimmt und nicht alle, die man aufsammelt, hat man ein absolutes Maximum an Coins, das man in einer bestimmten Zeit sammeln kann, 40 pro Cup. Um diese Münzen zu sammeln, kann man dann eine ganze Menge online spielen oder, wenn man wie ich das Spiel auf Autofahrten spielt, im Grand Prix-Modus, denn der Versus-Mode fehlt aus bereits thematisierten Gründen. Ich habe so oft Grand Prix gespielt, dass ich bis heute komplett auswendig weiß, welche Strecke in welchem Cup an welcher Position ist. Das soll nochmal einer sagen, die heutige Generation könne nichts mehr lernen, hä? Wie dem auch sei. Am Ende besitzt man 17 Karts, die man mit 10 verschiedenen Reifen und 7 verschiedenen Gleitern kombinieren kann. Zwei dieser 7 Gleiter sind im Prinzip einfach nur der Standardgleiter, 3 davon haben keinerlei Auswirkungen auf die Stats und beim Rest viel Spaß, keine Ahnung. 7 Gleiter klingen jetzt nicht nach ultra wenig, aber jetzt bedenkt, wie lange es dauert, überhaupt Kartteile freizuschalten, dann sind 2 dieser 7 Gleiter auch noch an hohe Münzsummen gebunden und dadurch ist man dann wirklich, wirklich viele Spielstunden an maximal 2 oder 3 von den Dingern gebunden. Als ich Footage für dieses Spiel gesammelt habe, hatte ich die ganze Zeit nur den Standardgleiter oder Flap-Flap. Und ich habe echt nichts gegen Fledermäuse, aber ich brauche die doch nicht 10 Stunden lang in meinem Gesicht. Das ganze Prozedere geht dann so weiter, bis man 5000 Münzen hat und die letzten Kartteile liegen wirklich weit auseinander. Mit den 5000 Münzen gibt's dann den Dornengleiter. Und was macht er so? Hoffentlich babysittet er mich, ich hab's verdient! Es gibt natürlich noch die Goldteile in jeder Kategorie, die man auf verschiedene Arten und Weisen freischalten kann. Für den Goldgleiter muss man entweder 100 Leute per Streetpass treffen oder 10.000 Münzen sammeln. Für die Goldräder muss man jeden Cup in jedem Hubraum einmal mit mindestens einem Stern abschließen oder 15.000 Münzen sammeln. Und für das goldene Standardkart muss man entweder 10.000 Punkte im Online-Modus sammeln oder 20.000 Münzen sammeln. Ratet, was ich ohne WLAN auf Autobahn gemacht habe. Er hat mich wirklich sehr benutzt. Aber dir hat's auch ein bisschen gefallen, oder? Aber auch wenn ich mich hier sehr über dieses Feature auslasse, ist es eine fantastische Ergänzung gewesen. Ich konnte nicht nur endlich der Welt zeigen, wie grausam mein Modegeschmack ist, sondern es gab einem auch viel mehr Anreize, mal verschiedene Kombinationen auszuprobieren. Mario Kart Wii war ja bekannt als der Ableger, in dem du schief angeguckt wurdest, wenn du dich getraut hast, mal aus der Reihe zu tanzen. Lol, guck dir den mal an, der fährt einen Kart, lass den mal In der Hinsicht war MKW also ein 1er-Tinder-Ersatz, aber in Mario Kart 7 hatte man viel mehr Freiheit dabei zu nehmen, was man wollte. Natürlich gab es im Online-Modus diese eine Meter-Kombination, die einem das höchste Tempo gegeben hat und als jugendlicher Mitläufer habe ich die natürlich auch die meiste Zeit gespielt, aber Gott, sie steuert sich absolut grausig. Ich weiß, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist, aber man kann sich halt auch daran gewöhnen, sich 100-mal am Tag eine Bowlingkugel vor die Rübe zu ballern. Ich war schockiert, wie viel schwerer das zu steuern ist im Vergleich zu leichteren und handlicheren Kombinationen, die dafür unterm Strich vielleicht langsamer sind, aber mit denen ich deutlich weniger Fahrfehler mache. Und das bringt mich direkt zur Steuerung des Spiels. Für all die Leute, die gewartet haben, bis ich endlich keine Bitch mehr bin, es ist bald soweit. Ich sag's mal so, es ist das bisher wahrscheinlich sanfteste Mario Kart für die Finger. Frühere Mario Kart-Ableger haben sich oft darauf verlassen, dass ihr im Drift das Kart hin und her rüttelt, um den Drift aufzuladen. Und Mario Kart Wii erfordert, wenn ihr kompetitiv spielen wollt, ungefähr 20 Button-Inputs pro Sekunde. Mario Kart 7 steuert sich einfach ganz entspannt. Man driftet in die Kurve, kriegt auf moderne Art und Weise seinen Drift-Boost, Stunts funktionieren mittlerweile mit der normalen Drift-Taste und nicht mit einer halb gebrochenen Hand wie damals. Die Steuerung in der Luft beim Gleiten ist auch ziemlich gut und ich meine dafür, dass das Gameplay technisch so ein harter Cut zum bisher gewohnten Spielgefühl ist, haben sie das echt gut implementiert. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich erstmals in MK8 den Gleiter gesteuert habe und dachte, Gott, ist der zäh und steif im Vergleich zu Mario Kart 7. Und jetzt spiele ich MK7 und denke mir beim Gleiter, Gott, ist der zäh und steif im Vergleich zu Mario Kart 8. Beide steuern sich gut, sie steuern sich nur grundlegend etwas anders und man muss sich immer ein bisschen umgewöhnen, wenn man zwischen den beiden Spielen hin und her hüpft. Dann haben wir noch Unterwasserfahren, was im Fall eines Schiffsvehikels teilweise zu mehrschichtiger Ironie führen kann. Das ist eine irgendwie vernachlässigbare Neuerung. Es sorgt für echt originelle Streckenabschnitte und coole Anpassungen bei Retro-Kursen, aber es steuert sich irgendwie einfach rutschig und luftig und nicht sehr besonders. Ich bin nie wirklich begeistert, wenn ich im Wasser fahren muss, aber ich hasse es jetzt auch nicht abgrundtief. Ich hasse es nur ozeantief. Der Rest ist in Ordnung. Die Physik sind manchmal ein bisschen...
sagen wir, pubertär und sich von zwei Items in Folge treffen zu lassen, führt oft zu sehr spannenden Breakdance-Manövern, aber so insgesamt ist es ein super angenehmes Mario Kart. Aber was, wenn man nicht möchte, dass es angenehm ist? Das D-Pad eilt zur Rettung, drückt nach oben und erlebt eine der schrecklichsten Arten und Weisen, um seekrank zu werden. Bewegungssteuerung in Mario Kart 7. Nintendo hat sich nach dem Erfolg von Mario Kart Wii wirklich gehen lassen. Die haben es so ernst gemeint, dass sie dieses Feature nicht nur in ein Spiel eingebracht haben, wo man den Bildschirm, auf dem man spielt, hektisch metrotieren müsste. Nein, wir haben auch noch ein extra Plastikrad dafür bekommen. Glücklicherweise kann man das D-Pad aber auch einfach D-Pad sein lassen und die ansonsten problemlose Handhabung des Spiels genießen. Das Item-Balancing, ach das gute alte Item-Balancing, es kommen immer noch Blue-Shells, ach fuck. Wer mein Video über Mario Kart Wii gesehen hat, weiß, wie unglaublich genervt ich irgendwann davon war, immer nur durchgereicht oder zigmal hintereinander von Panzern getroffen zu werden. Jetzt in Mario Kart 7 fühlt es sich teilweise ähnlich an, aber mit 7 statt 11 Gegnern, wodurch dann doch mehr Ruhe herrscht. Das Balancing selbst ist voll in Ordnung. Auf Platz 1 hat man eigentlich immer ausreichend Schutz vor roten Panzern, aber der blaue Panzer ist immer noch mehr als ausreichend präsent. Das Coole ist jetzt aber, dass man in MK7 sehr gut auf dem Touchscreen sehen kann, was die anderen gerade für Items halten. Bringt nur nicht viel, wenn die Blue Shell teilweise innerhalb von gefühlten Bruchteilen einer Sekunde auf dich losgelassen wird, aber wenigstens hattest du die Chance. Items, auf die wir seit dem Wii-Ableger verzichten mussten, sind der Megapilz, der Baublock und die Gewitterwolke. Bravo, jedes Item, was in MKW neu dazukam, ist direkt wieder rausgeflogen. Die Fakebox ist in ihren 5. Urlaub des Jahres geflogen und ist seitdem wohl fristlos gekündigt worden, da sie nie wieder zurückgekommen ist. Aber keine Sorge, wir haben ja 3 neue Items, um die Verluste wieder gut zu machen. Das Tanuki-Blatt, ein Item, was ich ja noch nie gesehen habe. Setzt man es ein, so kriegt man einen Schweif, mit dem man als Mensch definitiv mal zum Urologen gehen sollte und kann in einem unveränderlichen Zeitlimit so viel rumschwänzeln, wie man will. Jedes Mal, wenn man das macht, hüppelt man kurz in die Luft, was Kurven etwas nervig macht, weil man somit immer etwas nach außen rutscht. Aber ey, dafür habe ich den längsten, das ist eine gute Wiedergutmachung. Die Feuerblume, ein Item, was ich ja noch nie gesehen habe. Streng genommen ist es nicht mal in Mario Kart neu, weil es ein Spezialitem in Double Dash war, aber nicht nur hat es da etwas anders funktioniert, sondern es war auch nicht für jeden Charakter zugänglich. Hier hat man die Möglichkeit, bis zu 10 Feuerbälle abzufeuern, die dann geradewegs über die Fahrbahn rollen. Es gibt kein Limit, wie schnell man feuern kann, aber wenn man zu schnell ballert, despawnen die ersten Bälle frühzeitig, also Spammen wird nicht belohnt. Zu viel Zeit sollte man sich aber auch nicht lassen, weil es auch ein unsichtbares Zeitlimit gibt, ab dem Moment, wo man den ersten Ball wirft, bis die Feuerblume von selber verschwindet. Warum ist das so kompliziert zu erklären? Das ist ein Item aus 1985. Und zu guter Letzt die Lucky 7. 7 Items, die ich ja noch nie gesehen habe. Das sind die 3 brandneuen Items und keines davon fühlt sich annähernd revolutionär. Das sind einfach nur Power-Ups aus anderen Mario-Spielen oder eine Kombination aus bereits vorhandenen Items. Ich meine, dass Power-Ups zu Items werden, ist jetzt nichts Ungewöhnliches oder Dramatisches, aber es gibt ja auch Gegner als Items oder Blöcke als Items oder wenn es mal ein Power-Up als Item gibt, dann in einem anderen Kontext als in den Jump'n'Runs. In diesem Fall aber sind die Ergänzungen alle sehr voraussehbar gewesen und ich kann mir kaum vorstellen, dass die Designer von den Konzepten mehr als auch nur einen Tag lang dran gesessen haben. Die Feuerblume wirft Feuerbälle auf Knopfdruck, der Tanuki macht seine Schweifattacke auf Knopfdruck und die Lucky 7 ist einfach nur das unendlichste All-You-Can-Eat-Buffet der Welt. Das klingt jetzt alles deutlich, deutlich negativer als es soll. Ich finde das Balancing eigentlich ganz solide für ein Handheld Mario Kart. Es muss halt diese Momente geben, wo man seine Konsole mit Zement bekannt machen will, wenn man nach dem Frontrun vom ersten Platz gerissen wird. Aber solange damit nicht so übertrieben wird wie in manch anderen Spielen, bin ich damit einverstanden. Plus, die Items funktionieren alle ziemlich gut im Battle Mode. Snipen mit einer Feuerblume ist knifflig, aber sehr belohnt, wenn man es schafft und mit dem Schwanz wird man zum Zentrum der Aufmerksamkeit. Wer will das nicht? Aber der Wettkampfmodus ist, glaube ich, etwas, für das ich mich noch ein kleines bisschen vorbereiten möchte. Lass uns lieber ganz, ganz schnell über was anderes reden. Wie wär's denn zum Beispiel mit den Rennstrecken? Ich habe gehört, die sind wichtig bei einem Mario Kart. Wie schneidet MK7 dort ab? Gar nicht, es ist kein Messer. Wir legen los im Pilz Cup. Damit hätte ich nicht gerechnet. Toads Piste. Ohne das A wäre dein Name lustiger. Wir düsen über Asphalt, so weit so gut, doch dann, wenn wir Runde 2 betreten, offenbart sich der Horror. Jetzt hat man 2 Möglichkeiten. Man ist entweder eine Bitch. Das war ein größerer Teil meiner Kindheit, als ihr glaubt. Oder man fährt einfach ganz normal durch den Tunnel. Die Strecke kam später durch den Booster Streckenpass auch in 8 Deluxe rein und diente als Paradebeispiel dafür, wie beschissen die Grafik ist. Aber wenigstens ist Toad kein 30-seitiger Würfel mehr. Viel schmerzhafter war es noch, die Strecke im Tutorial von Mario Kart Tour zu sehen. Das hat sie jetzt wirklich nicht verdient. Daisyhausen. Nun, ich habe schon mal meinen Ruf ruiniert und ich habe Bock, es nochmal zu tun. Das ist eine okaye Strecke. Wäre sie ein Mensch, hätte ich keinen Anlass, sie auf offener Straße zu beleidigen, aber ich habe das
Gefühl der Strecke wurde extrem wehgetan dadurch, dass sie im Pilzcup ist. Ich meine, Daisyhausen klingt eigentlich nach einer coolen neuen Stadtstrecke mit ruhigem Ambiente und dann ist man die Hälfte der Zeit außerorts. Was nicht mal ein Pluspunkt für Umweltschützer ist, weil man hier erster Schreiber totfahren kann. Die Cheap Cheap Bucht, die Strecke, wo sie die Münzen am Start verändert haben, ich werde ihnen das nie verzeihen! Hier trifft man direkt auf das Unterwasserelement, was eigentlich ganz nice gemacht ist. Man hat die Möglichkeit, an der Seite vom Steg runterzuspringen, wenn Gefahr in Verzug ist, oder man kann rechts auf eine kleine Erhöhung springen und leicht abkürzen. Und danach geht's in eine Höhle mit einer schwieriger zu erreichenden Flugrampe und einem breiten Pfad für Feiglinge. Mir ist nie wirklich aufgefallen, wie ähnlich die Strecke prinzipiell so zur Pilzschlucht ist, wo man auch erst durch die Sonne auf erdigen Pfaden düst und dann am Ende in eine große Höhle kommt. Und dann reimen sich die Streckennamen auch noch. Meine Lieblingsstrecke im Pilzcup ist aber definitiv der Shy-Guy Bazaar. Nicht nur ist das Setting super originell und kreativ, sondern die Strecke ist auch vom Gameplay richtig interessant. Vor allen Dingen verglichen mit dem Rest des Pilzcups. Die Shy-Guys, die am Ende auf Teppichen durch die Luft schweben, Fässer mit Waren, die auf dem Weg stehen, die Stände im Hauptbereich, die wirklich extrem gut geschützt vor Einbrechern sind. Alles davon fühlt sich richtig, richtig cool und lebendig an und es gibt sogar das ein oder andere Easter Egg. Na dann mal auf in den Blumencup. Die Wuhu-Insel aus Wii Sports Resort feiert ihr großes Comeback, aber nicht als Strecke. Nein, 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 als Charakter hätte das Roster wirklich gebrauchen können. Nicht nur handelt es sich hier aber um eine der am schwersten analysierbaren Personifikationen der Literaturgeschichte, es handelt sich auch um eine Revolution. Diese Strecke ist die erste von drei Abschnittsstrecken im Spiel, wo man nicht dreimal dieselbe Runde fährt, sondern halt drei Abschnitte hat, was wollt ihr erklärt haben? Und die Wuhu-Rundfahrt hat somit Fanservice ohne Ende geboten. Miyamoto hatte so krass Bock auf diese Insel, Pilot Wings Resort ist auch nicht von ihr verschont geblieben. Und heute blicken wir traurig zurück auf das, was mal war. Die Strecke ist aber super, auch wenn der dritte Abschnitt sich immer ein kleines bisschen zieht, finde ich. Keine Ahnung, hier passiert einfach nicht viel und ich habe das Gefühl, die KI hat auch keine Motivation mehr, so langsam wie die hier immer fährt. Doch kein Grund zum Trübsalblasen. Marios Piste ist als nächstes dran, mit Peaches Schloss als prominentestes Streckenelement. Da fragt man sich, wer in der Beziehung die Hosen anhat. Ich mag die Abwechslung auf dieser Strecke. Eigentlich verbinde ich den Namen Marios Piste immer mit Strecke gewordener Schlafparalyse, aber die hier ist wirklich cool. Aus einem der längsten Linksdrifte der Welt wird einer der schärfsten Linksdrifte der Welt und dann haben sie es noch gewagt, Mario Kart 64 zu plagiarisieren. Außerdem sehr präsent ist die Nutzung eines einzelnen Sprungpilzes nach der ersten Rampe und umso präsenter ist die Nutzung mehrerer Sprungpilze in der nachfolgenden Instrumentalpiste. Oh Gott, die Dinger breiten sich weiter aus. Bist du sicher, dass du damit nicht zum Arzt solltest? Vertrau mir, mir geht's super! Die Instrumentalpiste ist perfekt. Das ist richtig, ich bin ein fucking Simp. Und ich finde die 3DS-Variante auch nochmal ein Stückchen besser als die MK8-Version. Einfach aufgrund des Feelings. Vom Soundtrack, Gameplay und der Ästhetik nehmen die sich nicht viel, aber das ist so eine Strecke, die einfach auf den 3DS passt. Ich weiß auch nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Die Noten am Ende springen im Takt zur Musik und sind dadurch in Runde 3 signifikant schneller als vorher, was ein sehr cooler Weg ist, die letzte Runde nochmal schwieriger zu machen. Ach, und wo wir gerade beim Thema Musik sind, in diesem Spiel gibt es zum ersten Mal einen belohnenden Drumbeat, der sich dem Instrumental dazu addiert, wenn man auf dem ersten Platz ist. Veteran, wie mir fällt das nicht mal mehr auf, weil ich eh immer auf Platz 1 bin, aber ich dachte, ich erwähne es mal für all die anderen Leute dazu. Ich bin 8er auf Daisyhausen geworden. Die letzte Strecke des Blumencups ist... Diese Strecke vergesse ich jedes einzelne Mal und ich weiß gar nicht warum. Der rockige Soundtrack ist einer meiner Lieblingssongs aus dem gesamten Spiel. Es fühlt sich nach Abenteuer an. Diese zwei aufeinanderfolgenden Flugpassagen direkt nachdem man durch eine lebendige kleine Höhle düst und das wird abgerundet durch diesen steilen Pfad bergauf mit Felsen, die herunterrollen. Ach, da hat Pokémon Karmesin das her. Nur jedes einzelne Mal, wenn ich die Streckenliste von MK7 durchgehe, stolper ich über den Gebirgspfad und merke, ach warte, das war ja eine Strecke in diesem Spiel. Endlich Konkurrenz für Daisyhausen. Keine Sorge, diese freche Äußerung mache ich gleich wieder vergessen, indem ich über den besten Cup des Spiels rede. Der Sterncup wird für immer mein Liebling sein und das liegt nicht an der pentagrammähnlichen Form des Icons. Röhrenraserei ist hier sogar nur die Vorspeise. Es geht nichts über leckere Röhren mit Abwasser. Ich äußere ja gern mal laute Kritik darüber, wie sehr sich Nintendo ständig auf 8-Bit Mario verlässt, wenn es ums Melken der Nostalgie geht, aber sowas wie die Röhrenraserei ist halt viel smarter umgesetzt als erinnert ihr euch noch an 144p, ihr Wichser? Es ist halt wie als würde man in eine moderne Rennstreckenversion von Welt 1-2 eintauchen und der vorletzte Bereich ist eine riesige vertikale Röhre, aus der wir am Ende der Odyssee wieder rausprusten. Das ist ein schlauer Einsatz von Retro-Feeling und Fanservice und der erste Hauptgang, Wario's Galeon-Wrack, ist gleich noch besser. In meinen Augen wahrscheinlich die perfekte Wario-Strecke, ein abgesunkenes Handelsschiff. Klar, ich liebe das Wario Colosseum aus Double Dash genauso sehr wie der nächstbeste Mario Kart-Fan mit ausreichend Menschenverstand, aber nichts trifft Wario's Charakter besser als diese Map.
Map. Und kein Mensch redet über diese Strecke, weil jeder nur horny auf die anderen Wario-Strecken ist. So, seid ihr jetzt bereit für meine Lieblingsstrecke im gesamten Spiel? Lügt euch nicht an, ihr seid's nicht. Koopa Großstadtfieber, eine von wenigen Mario Kart-Strecken, mit denen ich echt gerne mal Geschlechtsverkehr hätte. Es gibt mehrere? Ich hab's dir doch gesagt. Ähnlich wie bei Wario hat auch Bowser einfach eine super passende Strecke bekommen. Ja, Bowser, nicht Koopa, wie der deutsche Name es vermuten lässt. Ihr wurdet angelogen, protestiert! Diese Strecke beweist, dass auch ein böses Feeling aufkommen kann, ohne dass es sich um einen Lavaschluss handeln muss. Eigentlich immer, wenn Bowser irgendeinen Auftritt außerhalb der Haupt-Mario-Spiele hat, ist es an irgendein feuriges Castle angelehnt. Es gibt natürlich eine Handvoll Ausnahmen, aber dieses Klischee wirbt trotzdem noch oft genug mit. Eine Großstadt ist so ziemlich das Originellste, was sie je mit ihm verbunden haben. Und es ist eine Stadt, in der man das Gefühl hat, dass Bösewichte leben. Ich meine, guckt euch die Streckenführung an. Denkt ihr, irgendein Gutmensch würde solche Pfade konstruieren? Auch diese Strecke hat in Mario Kart 8 dann ein ziemlich cooles Remake bekommen. Und ich bin mein Leben lang schon zwiegespalten, welche Version ich besser finde. Mir gefällt der neue Soundtrack deutlich besser. Diese orchestrale Wucht hilft der Musik einfach richtig gut rauszustechen. Andererseits ist mir das Remake irgendwie einen Touch zu futuristisch. Ich denke einfach nicht, dass Bowser so viel Asche in eine Großstadt stecken würde, in der eigentlich nur seine Untertanen vergammeln sollen. Ich meine, habt ihr seine persönlichen Schlösser gesehen? Die bestehen aus Blumenerde. Nichtsdestotrotz mein ungeschlagener Favorit in Mario Kart 7. Und auch der Soundtrack hat so viele Hommagen an andere Strecken. Toads Piste aus MK7, Toads Autobahn aus MK64, die Pistenmusik aus Mario Kart Wii, oh, leck mir die Ohren, ist das gut. Und dann kommt das Woohoo Bergland, welches okay ist. Lasst mich erklären, ihr müsst den Waffenschein noch nicht beantragen. Die zweite Woohoo-Strecke. Mal wieder Wii Sports Resort Feeling, diesmal auf Grundlage des prominenten Vulkans. Sagt das Super Mario Wiki, ich habe keine Ahnung. Diese Strecke ist ebenfalls wieder eine Abschnittsstrecke mit dem Zusatz, dass der Start- und Endpunkt diesmal nicht identisch sind. Hier, nimm es, du hast es verdient! An sich könnte das hier aber auch easy ein Rundkurs sein. Man kommt quasi am Start wieder raus, wenn man einmal durch die 180-Grad-Kurve hinter dem Ziel brettert. Zur Strecke selbst gibt es nicht viel zu sagen. Es ist halt ein Berg, um den man herumfährt, aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mal kurz ein paar Kindheitserinnerungen zu zerstören. Diese Matschflecken in der großen Rechtskurve am Anfang sind kein Offroad. Ihr könnt da ganz normal drüber fahren. Nun, dieser Matschfleck hier, der ist Offroad, klar doch. Ich glaube, die Strecke hat in meinem Kopf einfach nur keinen so bleibenden Eindruck hinterlassen, weil es halt die zweite Woohoo-Strecke im selben Spiel ist. Hätten sie sowas jetzt erst im Nachfolger gemacht, hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, wow! So denke ich mir nur Sky. Bleibt von den Nitro-Strecken eigentlich nur noch der Spezialcup. Angefangen mit einer Therapiestunde für die Retro-Studios. So verarbeitet man dort also Crunch-Culture. Der Donkey Kong-Dschungel, eine klare Hommage an DKC Returns. Ich meine, der Goldene Tempel, Tikis, alles klar. Ich finde es ehrlich gesagt etwas schade, dass es hier quasi nur moderne Donkey Kong Elemente gibt, aber es ist auch irgendwie nachvollziehbar, wenn man die ganze Lizenzsituation von damals mit im Kopf behält. Rosalinas Eisplanet, ein absoluter Underdog des Streckenrosters. Für viele Spieler ist das irgendwie nur diese eine Eisstrecke im Spiel, habe ich das Gefühl, aber I don't know, ich mag sie. Sie hat mehr Fanservice, als man zunächst denken würde, nämlich mehr als null, und sie ist einfach gut im Spezialcup aufgehoben. Sie ist ziemlich knifflig zu fahren und fühlt sich aber trotzdem nie frustrierend an. Außerdem kann man die erste Kurve überspringen und ich mag es, die erste Kurve zu überspringen, selbst wenn es keine Zeit einspart. Lass mich cool fühlen, okay? Ich bin erst 22. Jetzt kommen wir zu meiner vermutlich liebsten Bowser-Festung ever. Diese Art von Strecke ist eigentlich in jedem 3D Mario Kart sehr gut gestaltet, aber die MK7-Version toppt irgendwie nochmal alle anderen. Sei es aufgrund des großen drehenden Holzfasses, das in einem Unterwasserbereich mit Lava unter Wasser führt, oder die coolen kleinen Shortcuts, die hier und da über die Strecke gesprinkelt wurden. Nicht zu vergessen natürlich der offene Flugbereich, in dem man in Runde 2 und 3 übers Ziel scheppert. Hier passiert einfach immer irgendwas. Andere Strecken haben ständig so kleine Bereiche, wo ich mir denke, okay, das zieht sich jetzt gerade oder sowas haben wir jetzt schon öfter gesehen. MK7 hat das hier nicht, keine Ahnung. Und dann kommt das grande Finale, Rainbow Roads. Ich weiß nicht, ob ich Hirnhämorrhoiden habe oder nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, viele Leute haben die Strecke zum Launch des Spiels nicht gemocht und ich werde nie verstehen, warum nicht. Vielleicht aber auch, weil es nie der Fall war. Liegt es an dem extrem coolen Mondbereich, wo Kettenhunde über die Krater rollen? Liegt es an der coolen Sternringröhre, die einen in einen linearen Flug katapultiert, ähnlich wie es in den Galaxy-Spielen der Fall ist? Liegt es an den verschiedenen Planeten, die man auf dem Weg zum Ziel besucht? Liegt es daran, dass das hier eine Abschnittsstrecke ist, was definitiv ein riskanter Move war, da man eine Konstante der Serie mit einem bugfrischen Konzept kombiniert hat, aber am Ende nur dazu geführt hat, dass man dreimal so viel Action als Epicness bekommen hat? Oder liegt es an der insane guten Musik, die unter anderem Elemente des Mario Kart 64 Soundtracks eingebaut hat? Es muss doch irgendwas geben, was es hier zu kritisieren gibt. Vielleicht Diskriminierung für Farbenblinde oder so. Apropos Soundtrack, ich denke, das ist ein guter Punkt, bevor wir zu den Retro-Strecken hüpfen, ein bisschen über die Musik des Spiels zu sprechen. Mario Kart 64 und teilweise auch Double Dash ziehen sich fast schon wie ein roter Faden durch viele der Soundtracks im Spiel, da unter anderem der Komponist von 64 und Double Dash für die Musik verantwortlich war.
Entsprechende Melodien finden sich auch in den Themes wieder, die spielen, nachdem man eine Strecke abgeschlossen hat, egal ob als Erster, im Mittelfeld oder auf den hinteren Plätzen. Da wurden die Mario Kart 64 Soundtracks genommen und ein bisschen geremixed. Ähnliche Parallelen gibt's auch bei der Musik für zum Beispiel Bowsers Festung, wo die zweite Hälfte an Double Dash angelehnt ist. Wir haben einige der erinnerungswürdigsten Soundtracks der Serie in diesem Spiel, alleine vom Feeling her. Die meisten Tracks passen nicht einfach nur zu der Strecke, auf der sie spielen, sondern geben einem auch irgendwie so ein Gefühl, sei es Wärme, Nostalgie oder einfach eine Finalstrecke. Stimmung wie beim Regenbogenboulevard. Aber es gibt keinen Grund für Heimweh, denn wir sind ja erst mit der Hälfte vom Streckenroster durch. Jetzt kommen die Retro-Strecken und ihr werdet's nicht glauben, aber da sind die Soundtracks auch anderen Spielen nachempfunden. What? Der Panzercup beginnt mit medikamentös zu behandelnder Ekstase und Spannung. N64 Luigis Rennpiste. Ich meine, wenn diese Strecke schon irgendeinen Slot in einem Retro-Streckenroster belegt, dann sollte es auch wirklich der erste vom Panzercup sein, aber mein Gott, dagegen ist Toads Piste ein Geschenk Gottes. Was haben sie denn verändert? Ui, man kann über die Außenwände fahren. Eine Metapher dafür, dass man oft die schwerere Route im Leben gehen muss, um mehr Ertrag für seine Arbeit zu bekommen. Im exakten Kontrast dazu der Versuch, Teile des Lebens abzukürzen und dadurch später für die schlechte Lebensplanung zu büßen. Wird der gerade sozialkritisch? Luigis Rennpiste hat schon Schlimmeres bei Leuten verursacht, hab Nachsicht. GBA Bowsers Festung 1. Ich hatte Spaß damit. Ich weiß, GBA Bowsers Festung 3 und 4 sind mir zu wirr, aber Version 1 lutsche ich jetzt die Füße. Es ist einfach nicht typisch, eine simple Bowser-Strecke in einem modernen Mario Kart so weit vorne zu sehen. Die Dinger sind eigentlich immer im Blatt- oder Blitzcup gewesen. Außerdem sind die Retro-Anpassungen echt cool, um die Strecke aufzupeppen. Ich meine, eine Gleiterrampe? What ist das hier, Mario Kart 7 oder was? Die Pelzschlucht. Es tut mir so leid. Die Strecke mit dem wohl nötigsten Remake, wenn ich mir ansehe, wie sehr sie sich in Mario Kart Wii für die Speedrunner prostituieren musste. Ergänzt wurde nicht nur die Tatsache, dass Berge mittlerweile nicht mehr nur Serviervorschläge sind, sondern auch ein blauer Flugpilz in der Höhle, durch den man Teile der Route gleiten kann. Der Gapjump geht natürlich trotzdem noch, ich bin mir sicher, die Religionsbücher hätten es nicht anders erlaubt. Und abgerundet wird der Panzercup mit DS Luigi's Mansion. Ich akzeptiere diese Strecke. Das Setting ist natürlich Fanservice hoch 10, aber abgesehen von den wenigen Kurven in der Mansion, besteht ein Großteil dieser Strecke aus dem Matschbereich am Ende und sorry, aber das ist einfach nicht meins. Es ist ja auch Luigi's, das wäre ja dann Diebstahl. Der Bananencup beginnt mit Urlaub. Koopa Strand vom Nintendo 64 und die könnte fast schon als Nitro-Strecke durchgehen. Die Strecke hat so ein ganz anderes Gefühl im Vergleich zu damals. Nahezu jedes Streckenelement wurde umgebaut. Der Shortcut wird nicht mehr durch einen geschickten Sprung von links betreten, sondern durch eine Rampe, die je nach Wasserstand hoch und runter oszilliert und einen in den Gleitmodus bringt. Die Krabben können endlich ihre geheimen Schätze beraubt werden und ein toter Koopa liegt in der Gegend rum, was will man da meckern? SNES Marios Piste 2. Mensch, das ist ja nur eine zweite langweilige Asphaltstrecke und zwei eintönige Pistenstrecken auf 16 Strecken sind ja auch im Booster Streckenpass richtig blöde und überflüssig. Bitte applaudiert mir jetzt für meine Meinung. Ich mag die Strecke und ihr denkt jetzt, die ist simpel, aber guckt euch mal die Weltrekordruns an, okay? Das ist brutaler Stuff. Wer also Parkour über Rennfahren bevorzugt, kommt hier auch auf seine Kosten. Ich werde zwar nie raffen, warum man hier auf Mango Wackelpudding bounced, um seinen Gleiter aufzufrischen, aber ich bin ja auch nicht hier, um Fragen zu stellen. Ich bin hier, um zur Kokospromenade überzugehen, wo der Shit wahrscheinlich gekauft wurde. Das ist ein quasi komplett intaktes Remake von der Wii-Strecke, nur halt für unterwegs. Die einzige Anpassung ist, dass ein Typ am Ende die Parkplatzsuche aufgegeben hat und natürlich eine Gleiterrampe, die man auch dazu nutzen kann, um auf diesem Torbogen zu landen. Mein elfjähriges Ich würde gerne von der Feuerwehr gerettet werden. DS Waluigi Pinball. Hier wurde echt aus allen Rohren gefeuert, was die Lieblingsstrecken der Fans angeht. Ebenfalls ein sehr originalgetreues Remake und das letzte Mal, dass Waluigi seine Dreidimensionalität entfalten durfte, bevor sie ihn platt genietet haben. Der Blattcup. Ähnlich wie bei den Nitro Grand Prix ist auch hier der dritte Cup mein Lieblingscup. Die Kalimari-Wüste. Selbst wenn diese Strecke nur eine sehr künstlerisch drapierte 8 ist, kann man ihr den Charme nicht absprechen. Der Zug steht einem tatsächlich das ein oder andere Mal im Weg und verschiedene Rampen im Offroad sowie auf der Strecke selbst peppen das nochmal mehr auf. Etwas schade ist, dass man nicht mehr wirklich auf die Gleise kann. In Mario Kart 64 gab es da ja das ein oder andere Secret, aber in Zeiten des Online-Multiplayer ist es wahrscheinlich auch besser, wenn nicht einer der Spieler so komplett verirrt in der Pampa rumdüsen kann. Und mein Besitzer macht es trotzdem geistig ständig. Bist du irgendwie schlechteren Komplimente anzunehmen? Nein, ich bin nur stur und hab Rachelust in mir. DSDK Alpine. Ich kann nicht in Worte fassen, wieso, aber diese Strecke hat's mir einfach angetan. Ich mag den Soundtrack, das Setting, die Kurven fühlen sich deutlich befriedigender an als meine eigenen. Und natürlich Gleiterrampe, denn eine Überdosis von denen hat noch nie geschadet. GameCube Daisy's Dumpfer. Auch das ist in meinem Kopf irgendwie immer direkt eine MK7-Strecke. Vermutlich, weil die Worte Double und Dash in meiner pubertären Welt
Welt damals noch nicht existiert haben. Die Strecke ist, würde ich sagen, einfach flexibler geworden. Ein paar neue Routen sind dazugekommen, sowie die Option, möglichst kurz zu ertrinken. Und dann der Blätterwald von der Wii. Sie hätten die Kanone wirklich nicht zu einer Gleiterampe machen sollen. Das macht ja fast schon zu viel Spaß. Die atomar instabile Käseraspel am Ende der Strecke wurde entfernt. Dafür gibt's jetzt, ihr wisst schon was. Die Retro-Strecken in diesem Spiel sind wirklich vollgepackt mit extrem beliebten Strecken. Da ist es auch kein Zufall, dass so viele Strecken, die schon in diesem Spiel remastert wurden, dann auch in Tour vorkommen. Die Auswahl ist halt einfach zu gut. Und der Blitzcup bestärkt nur nochmal meinen Punkt. Cooper Cup von der Wii, jetzt nicht nur mit mehr Sicherheit zu ihrer Rechten, sondern auch mit einem Wasserschaden. Die Leitung am Ende wurde aufgerissen und überschwemmt. Da hatte wohl jemand keinen Bock mehr für Infrastruktur zu bezahlen und dachte, ach, die MK7-Spieler vertragen das schon. Du leidest an inneren Blutungen? Ich hab mich schon dran gewöhnt. Dino Dino Dschungel vom GameCube, ein Paradies für Fußfetischisten. Nicht viele Anpassungen außer und ansonsten ganz okay, war aber nie mein persönlicher Favorit. Ich stehe einfach mehr auf Hände. Außerdem lebe ich ungern in der Vergangenheit, ich lebe lieber in der richtigen Vergangenheit. Die fliegende Festung vom DS. Die Strecke für alle, die sich nach SMP3 gefragt haben, wie solche Levels wohl mit einem Auto aussehen würden. Der Fanservice sprießt aus allen Ecken hier heraus, aber genauso wie bei der Röhrenraserei nicht auf diese Haha, kennst du noch Art und Weise, sondern wirklich mit einem ehrlichen Gedanken dahinter. Es macht kanonisch Sinn, warum diese Strecke so ist, wie sie ist. Und dann kommt SNES Regenbogen Boulevard. Der Fluch wurde gebrochen. Diese Strecke ist immer noch so schwer wie damals. Sie ist wirklich ehrlich anspruchsvoll, vor allem da sie hier nicht so groß skaliert ist wie die spätere MK8-Variante, die ja auf 50% mehr Spieler ausgelegt war. Und es hat absolut Sinn gemacht, dass sie mit dieser Strecke angefangen haben, die Rainbow Road neu aufzulegen. Es ist die simpelste und sie passt ja eigentlich auch ganz gut auf den 3DS. Jede andere Rainbow Road wäre wahrscheinlich entweder zu komplex oder zu sehr die Version aus MK64 gewesen, also war es eine gute Entscheidung, klein anzufangen. Und damit sind wir mit dem wirklich fantastischen Streckenroster von MK 7 durch. Da, hör, er hat was Positives gesagt, kriegst du das etwa nicht mit? La, 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 la. Es ist nicht das Größte, es ist nicht das Komplexeste, es ist auch nicht das Modernste. Da siehst du ein sagt er was Positives. Aber es hatte so viele wahnsinnig gute Strecken, die man nicht vergisst, dass es schwer ist zu sagen, hier hätte man nicht alles rausgeholt. Bei so gut wie keiner Strecke rolle ich die Augen, wenn ich sie spielen muss. Alles hat eine Daseinsberechtigung. Vielleicht hätte ich eine der Wuhu-Strecken gestrichen und die Super Nintendo-Piste mit einer vom DS oder GBA ersetzt, aber das sind Kleinigkeiten. Und die Tatsache, dass das Streckenroster so durch die Bank weg phänomenal ist, half auch sehr dabei, das Spiel online zu genießen. Ähnlich wie bei Mario Kart Wii schon, konnte ich auch Mario Kart 7 lange Zeit nicht online spielen, bis wir von Vodafone zur Telekom gewechselt sind. Oder wie Leute unter euch vielleicht sagen würden, vom verf***ten Scheißladen zur f***ing Wix-Firma. Ey, sagt was ihr wollt über die Telekom, aber wenigstens mein 3DS fand deren Router sympathisch. MK7 war mein Online-Spiel mit Online-Freunden. Ich habe mich damals noch in Skype-Gruppen mit Leuten verabredet, wie so ein richtig hipper, frescher Teenager. Und wir haben einige Abende einfach unsere 3DS gezückt und online gespielt. Das Punktesystem ist im Vergleich zu vorher überarbeitet worden. Statt bei 5000 anzufangen und dann je nach Platzierung und Punkte der Mitspieler in Relation gesehen in der Elo zu steigen oder zu fallen, startet man hier mit 1000 Punkten und kann sich eigentlich nur hocharbeiten. Auf dem letzten Platz zu landen zieht einem quasi überhaupt nichts ab und man muss sich echt anstrengen, um Punkte konstant zu verlieren. Das bedeutet aber auch, dass die VR eher eine Spielzeit angeben als ein Skill-Level. Klar, durch mehr Spielen wird man auch besser, aber so hätte man sich das eigentlich auch gleich sparen können. Die Höchstpunktzahl ist jetzt 99.999 im Vergleich zu den 9.999 von davor und natürlich haben es sich einige Spieler zur Aufgabe gemacht, diese Punktzahl zu erreichen, aber im Namen des ist, manche Leute nehmen das wirklich etwas ernst. Man kann das System easy austribbeln, indem man im Battle Mode 7 Leuten je einen Punkt gibt, wodurch dann 7 Leute erster werden, die dann alle mit VR belohnt werden. Ihr seht vielleicht die Profilnamen und denkt euch, ja, das sind Menschen. Diese Leute besitzen mehrere DS-Systeme, mit denen sie abgesprochen online gehen, um ihre VR auf mehreren Profilen gleichzeitig hochzufarmen, als wäre es ein RPG-Stat. Und wollt ihr wissen, bei wie vielen Profilen das der Rekordhalter gemacht hat? Nicht bei 10, nicht bei 50, bei 100. 102. Danach wurde es ihm dann zu doof. Ich meine, 103 wäre zu viel verlangt. Er war wirklich für mich da. Er hat dich gemolken benutzt. Genau das, was du Penny unterstellst. Penny hat mich immer nur im Auto entführt. Was soll daran gut sein? Der Mario Kart 7 Online-Modus ist heute immer noch von offizieller Seite aus aktiv, aber quasi unspielbar. Die Quote an Hackern ist wirklich hoch. Nun, ich werde jetzt das moralisch Richtige machen und sagen, dass Hacking in Online-Spielen voll unkoral ist. Ich meine, es ist ein 11 Jahre altes Handheld Mario Kart. Ich würde
bezweifle, dass irgendwer einen Riesenschaden davon trägt, aber MK7 ist heutzutage halt der Ableger mit dem schwächsten Anti-Cheat und immer wenn ich mal wieder eine Runde zocken wollte, was schon selten vorkommt, weil dafür muss ich erstmal meinen 3DS rausholen und mich nicht stattdessen für MK8 Deluxe entscheiden, dann werde ich halt meistens innerhalb einer Spielstunde von irgendeinem Hacker überrumpelt, der einfach die Runden unspielbar macht. Es ist halt zu easy online zu hacken mit den heutigen Mitteln. Mir wäre es natürlich lieber, das wäre alles nicht der Fall oder die Leute würden das in Freundesräumen machen, wo es wirklich niemanden stört. Aber wie schon Platon einst sagte, lerne zuhören und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen, die in MK7 hacken. Ich meine, eines muss man im MK7-Modus heute aber immer noch lassen. Es gibt ein Communities-Feature. Ich meine, es ist eine schwächere Version der Turniere aus Mario Kart 8 Deluxe, aber es existiert. Und ist es anders? Ah, ich stelle mir gerade richtig schön vor, wie Mario Kart 7 sich wieder bei Paper Mario Sticker Star deswegen ausheult. Oh, die Geschwister sind immer alle so viel beliebter. Wollen wir als nächstes über Glitches reden? Yes, ich meine bloß nicht über den Battle Mode, oder? Mario Kart 7 hat sich über viele Jahre hinweg wacker gehalten. Die beiden Strecken, bei denen ich am ehesten an Glitches denke, sind lustigerweise die Wuhu-Strecken. Beim Bergland gibt es einen extrem starken Glitch, den wahrscheinlich jeder von euch schon gesehen hat. Bei der Rundfahrt springt man einfach ins Blaue und kommt auf magische Art und Weise am Anfang wieder raus. Die Atheisten sind schockiert. Und der Rest der Glitches besteht eigentlich nur aus, ja, lass dich da runterfallen, wir schenken dir dann einfach eine Sekunde nach dem Respawn. Und dafür, dass diese Tricks teilweise echt präzise sind, hat sich das halt kaum gelohnt. Ein paar größere gab's aber noch, bei Daisys Dampfer zum Beispiel konnte man sich um die Barriere hier schummeln und die Physik in Frage stellen. Das ging aber am besten mit sehr schmalen Fahrzeugen, die online halt direkt aus der Mode geraten sind, als Leute gemerkt haben, dass Chrom existiert. Koopa Großstadtfieber hat einen echt coolen Glitch, den ich leider nie selbst hinbekommen habe. Luigi's Mansion hat interessanterweise einen Glitch bei der Treppe am Anfang, womit man aber auch nur minimal Zeit spart. Die meisten anderen Glitches sind eher so Tricks zum Freunde beeindrucken und dienen eigentlich nur der Erkundung und nicht den Zeitfahrrekorden. Das hat Nintendo nicht davon abgehalten, zumindest 3 der Glitches exklusiv für den Online-Modus zu beheben. Und nicht nur war das erste Mal, dass ein Mario Kart-Spiel jemals geupdatet wurde, zum Wiedergutmachen der eigenen Fehler, sondern es war auch der einzige solche Patch. Alle möglichen anderen Glitches sind immer noch online möglich. Und sie haben jetzt nicht einfach nur die größeren adressiert, GBA Bowser's Festung 1 wurde auch gepatcht und der Shortcut spart vielleicht eine Sekunde, während zum Beispiel der bei Daisys Dampfer immer noch im Spiel ist. Grundsätzlich war MK7 aber eigentlich relativ zahm, was die Glitches angeht. Das war zumindest mein Bildungsstand für die längste Zeit. Doch dann begann die Revolution. Dual Assisted Speedruns retteten den Tag und Mario Kart 7 ist plötzlich der Wucht von Profis zum Opfer gefallen. Und das sind nicht einfach nur ein paar komplett wilde und absurde Konzepte, bei denen nie davon ausgegangen werden könnte, dass ein Mensch sie in Echtzeit umsetzt. Nein, bei so gut wie allen diesen Shortcuts gibt die TS-Community grünes Licht. Das werden noch sehr ereignisreiche Monate und Jahre, glaube ich. Das Spiel ist noch lang nicht abgeschrieben. Okay, jetzt vielleicht schon. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob und was da noch kommt. Okay, wollen wir jetzt über den lokalen Multiplayer reden? Yes, bloß nicht über den Battle Mode. Es scheint so, als hätte ich euch angelogen. Die Entwickler haben zwar nicht bis V geblättert, aber auch nur, weil es gereicht hat, bis M zu lesen. Der gute alte Versus Mode ist nur verfügbar, wenn man Freunde hat. Oder 2 3DS-Systeme. Ist in meinem Leben sowieso gleichwertig. Ähnlich wie in Mario Kart DS wird auch hier nur ein Exemplar vom Spiel wirklich benötigt. Der Rest der Spieler kann einfach übers Download-Spielen zustoßen, aber natürlich kommt das mit seiner ganz eigenen Form von Diskriminierung. Shy Guy im Standard-Card. Ansonsten ist das hier halt eine ganz normale lokale Mario Kart Multiplayer-Erfahrung. Ich weiß, der Schock, der gerade durch die Reihen geht, ist unaushaltbar. Ähnlich wie im Online-Modus wird vor Rennbeginn der Kurs ausgelost, den man spielen wird und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ein Kumpel von mir 6-mal hintereinander seinen Wunsch bekommen hat und wir dann gesagt haben, okay, wir wechseln unsere DS-Systeme, sodass er meinen und ich seinen Wunsch auswähle. Ratet, was passiert ist? Es gibt eine ganze Reihe an Unterschieden auf den Strecken, wenn man im Multiplayer fährt, was ziemlich überraschend zu lesen ist. Hauptsächlich fehlen einfach an jeder Ecke irgendwelche Hindernisse, aber hey, dafür hat man überhaupt einen Versus-Mode, schön für MK7. Ich habe tatsächlich dieses Jahr erst den lokalen Multiplayer von Mario Kart 7 nochmal gespielt, als meine YouTube-Freunde und ich eine unschuldige Provinz mit einem Airbnb unsicher gemacht haben und das war eigentlich ganz cool. Aber Versus-Rennen sind natürlich nur die halbe Miete. Okay, ich habe mich jetzt lang genug drumherum geschummelt, sprechen wir über den Battle-Mode, auf. Was haben sie nur mit dir getan, mein Battle Mode? Sie haben dir erst die Wurst vom Brot genommen, dann die Butter vom Brot genommen und jetzt den Teller gegen den Kopf geschmissen. Der Schlachtmodus ist von Ableger zu Ableger mehr zu einem Witz verkommen. Aber bevor ich mich darüber köstlich amüsiere, reden wir mal über die Arenen und den Content an sich. Hahaha, Content, guter Witz, richtig f***.
Tokio. Es gibt drei neue Kampfarenen, die Honighallen, eine Aneinanderreihung von 7 Hexagonen, weil ein Hexagon dann doch zu klein gewesen wäre. In manchen kann man runterfallen, in manchen kann man hochfallen, in manchen kann man verrecken. Unfassbar gute Map. Was hat das Wiki zu sagen? Die Wände sind fast alle nur gelb und haben das Muster wie von einem Bienenstock. Eigentlich ist die ganze Arena ein Bienenstock. Dieses Feeling, wenn du deinen Aufsatz mit 4 Sätzen erst besoffen in der U-Bahn fertig geschrieben hast. Sonst noch was Interessantes? Ah, niemand hatte Bock, 4 Elemente auf dieser Strecke zu zählen. Nächste Arena, das Naschparadies. Die Open-World-Map dieses Spiels. Und was ist besser als eine komplett ovale Eisfläche? Eine ovale Eisfläche mit ultra viel Sch**, der einen wegf**kt, wenn man reinfährt. Ich könnte sonst noch anmerken, dass die Strecke ganz, ganz viele Merkmale von Peach hat. Es gibt Fanservice. Aber erstens kann ich auf Fanservice von Peach in mehrerlei Hinsicht verzichten und zweitens f**k you, diese Map ist so lame. Wenigstens ist sie nicht hexagonförmig. Als nächstes kommt die Wohu-Stadt. Holy f**k. Sie wissen noch, wie man einen Kampfkurs gestaltet. So viele abwechslungsreiche Gebiete, die Ästhetik ist einfach nice. Es ist zwar das dritte Mal eine Wuhu-Karte, aber trotzdem mit gehörigem Abstand die beste neue Battlemap im Spiel. Die anderen beiden sind einfach absolut langweilig. Ja, die Honighallen haben irgendwie eine Connection zur Honigbienenkönigin. Aber ist das wirklich ein Pluspunkt? Der Soundtrack ist auch nicht das Gelbe vom Ei und auch nicht das Gelbe vom Honig. Ist euch überhaupt aufgefallen, dass es 3 verschiedene Soundtracks gibt? Die Melodie, der Aufbau ist immer exakt gleich, aber die Instrumente sind ganz leicht verschieden und das ist mir erst aufgefallen, als ich in Playlists mit dem Soundtrack gesehen habe, dass die Arenen jeweils einzeln hochgeladen wurden. Ich dachte einfach, die Leute sind dumm, aber nein! Ich habe einfach nur keinen Patch für meine Ohren runtergeladen, als ich es mit 12 gespielt habe, scheinbar. Und nicht nur das, die Musik ist einfach völlig generisch. Die wirkt so, als hätte der Komponist gesagt, komm, den Wettkampfmodus kann eh niemand wirklich ernst nehmen, lass uns mal über den lustig machen. Und das hat er auch völlig zu Recht so gemacht. Die 3 Retro-Strecken sind der GBA Kampfkurs 1, ich meine, zugegebenermaßen, eine solche Basic-Karte muss halt im Spiel sein. Und mehr als eine braucht man halt auch nicht. Habe ich recht, Mario Kart Wii? Aber nachdem ich das Naschparadies hinter mir hatte, gibt es wirklich bessere Wege, meine Libido zu reaktivieren. Der Riesendonut vom N64 ist die wahrscheinlich coolste Retro-Karte, einfach weil man hier von einer zur anderen Seite fliegen kann, was die Schlachten so viel turbulenter und auch cooler macht als auf dem N64. Und das Palmblatt vom DS, weil GBA Kampfkurs 1 noch zu spannend war. Eine runde Arena mit 3 Sandhäufchen und ein bisschen Gras. Und das Einzige, was sie im Vergleich zur DS-Variante hinzugefügt haben, ist eine fucking Palme in der Mitte. Die beiden Modi, die wir hier zur Auswahl haben, sind Ballonballgerei und Münzjäger. Da haben wir uns heute aber mal richtig viel getraut. Immer noch gibt es zwangsläufig ein Zeitlimit, an das man sich halten muss, aber weil 3 Minuten in MKW immer noch zu spaßig waren, gibt es jetzt nur 2. Und bla bla bla, das haben sie gemacht, weil im Online-Multiplayer die Runden für ein Handheld Mario Kart sonst zu lang werden, bla bla bla. Nein, f*** dich, wie viele Menschen haben dieses Spiel unterwegs online gespielt, zu einer Zeit, wo ein Datenvolumen von gefühlten 25 Megabyte ein Premium-Vertrag war? 99,9% der Leute, die dieses Spiel hier online gespielt haben, waren genauso wie bei Mario Kart Wii zu Hause in ihrem eigenen WLAN. Wenn diese Leute dann Zeit gehabt haben, um das Spiel einzustecken, die Konsole zu starten, in den Online-Modus zu gehen, sich bewusst für den Battle-Mode zu entscheiden, auf eine Lobby zu warten und dieser eventuell auch noch zuzugucken, bis sie selbst mitspielen können, dann haben diese Leute auch mehr als nur 2 Minuten Zeit für eine einzelne Runde Battle-Mode. Klar, wir haben nur noch 2/3 der Spielermenge von MKW, aber das ist kein Argument, um das Zeitlimit auch auf 2/3 des Ursprungs zu verkürzen. Man respawnt, sobald man seine 3 Ballons verliert, doch sowieso und bei Münzenjäger gibt's nicht mal ein Game Over. Und natürlich ist das Zeitlimit im lokalen Multiplayer oder Singleplayer nicht deaktivierbar, das war ja ein Fortschritt. Nun, es ist nicht alles schlecht, man kann auch endlich wieder im Free-for-all den Modus genießen und wird nicht mehr in Teams gezwungen, aber die Tatsache, dass das ein Vorteil ist, zeigt, wie schlimm es dem Battle-Mode vorher ging. Man kann verschiedene Item-Präferenzen angeben, was ehrlich gesagt wirklich ganz cool war. In den Honighallen eine Runde nur mit Bob Oms zu spielen, ist tatsächlich spaßiger, als es sich nach meinem Rant über die Inhalte vorhin angehört hatte und es hat sich wirklich gelohnt, dadurch auf einige FBI-Listen zu kommen. Ihr habt bestimmt was Negatives vermisst, oder lasst uns über den Münzjäger-Modus reden. Der Münzzähler ist hier genauso wie in den Rennen auf 10 limitiert, was absolut dummer Sch*** ist. Das bedeutet, es gibt ein extrem schnell erreichbares Maximum, das niemand überschreiten kann. Also egal wie gut man wirklich ist, man wird immer auf 10 limitiert sein. Und wie jeder weiß, Gleichstände im Wettkampfmodus sind nicht der Grund, warum man dieses Spiel spielt. Der Schlachtmodus hat seine guten Seiten in diesem Spiel und er hat mir auch insgesamt mehr Spaß gemacht als der aus MKW, weil man da einfach nur mit Frust und Hass beworfen wird. Aber es ist trotzdem krass, wie vernachlässigt und leer sich der Modus anfühlt. Es wird bestimmt auch damit zu tun gehabt haben, dass die Entwicklungszeit knapp wurde und man irgendwo dann halt Ressourcen einsparen musste, aber
Komm schon, es ist wirklich hart. Der Mario Kart Kanal feiert sein Comeback, aber diesmal nicht in Form eines separaten Channels im Homescreen, sondern in Form einer exotischen Bauchbinde. Hier kann man Spot- und Streetpass-Begegnungen managen, eine der wenigen Fälle in meiner Kindheit, wo ich mich sozialisiert habe. Ich habe es meistens aber genutzt, um meine Statistiken zu sehen, weil ich ja unbedingt alle meine Kartteile mit Münzen freischalten wollte. Man kann ja auch so eine Phrase eintippen, die anderen Spielern dann angezeigt wird, und ich denke, ich sollte diesen Platz endlich mal sinnvoll nutzen. Jeden Tag eine gute Tat. Man konnte sogar seinen eigenen Grand Prix zusammenstellen und das hier war wohl das, was ich als Kind herbeigebraut habe. Ach, das war meine erste falsche Lebensentscheidung. Was aber ein richtig cooles Feature ist, ist, dass man die Grand Prix seiner Street Pass Begegnungen gegen die Computergegner spielen kann. Das ist ein nicer Touch. Ich meine, es hat kaum einen praktischen Zweck und es ersetzt im Prinzip einfach nur einen Versus-Modus, aber hey, wenigstens geht's. Ganz so cool wie auf der Wii ist er hier aber leider nicht, was angesichts der Street Pass Funktionalität irgendwie überraschend ist. Man würde vermuten, dass das Konzept dann noch ausgereifter wird, aber irgendwie hat der Channel auf der Wii mehr Substanz gehabt. Oder ich habe einfach eine bisher unerforschte Form von inneren Hirnblutungen. Alles ist möglich bei mir. Lasst uns noch kurz über ein paar weitere Details sprechen, zum Beispiel den Zeitfahrmodus. Yay! Während man in MKW wenigstens noch Stuff über diesen Modus freigeschaltet hat, erledigt man das hier halt alles über die Münzen und die Grand Prix, also wirklich einen Grund, Zeitfahren zu spielen, abgesehen vom reinen Rekorde aufstellen, gibt's eigentlich nicht. Natürlich habe ich trotzdem die ein oder andere Stunde hier verbracht, in der Hoffnung, irgendeinen komischen Sch*t umsetzen zu können, den andere Leute im Internet in Videos gezeigt haben. Zeitfahren ist für mich immer der Modus, in dem ich dumm herumgesprungen und erkundet habe und nicht wirklich irgendeiner, wo ich versucht habe, meine Techniken zu verbessern. Ansonsten, ja, eine wahrlich revolutionäre Auflage dieses nicht zu vergessenden Modus. Ey, wenigstens habe ich mich mal was Neues getraut. Das ist kein Pluspunkt, das heißt nur, dass wir beide auf unsere ganz persönliche Art und Weise Scheiße gebaut haben. Jetzt haben wir uns aber so viel über die Geburt und das Erleben von MK7 unterhalten, aber wie wär's jetzt mal mit seinen Ultraschallbildern? Richtig gehört, es geht um Beta-Inhalte. Die Pre-Release-Unterschiede sind ziemlich harmlos. So ziemlich 90% der Sachen sind generische Änderungen, wie zum Beispiel fehlende Rampen, weil man noch nicht wusste, ob die Stunts zurückkommen werden, ein paar dekorative Anpassungen, die später noch getätigt wurden. Eine der interessantesten Änderungen ist aber, dass der blaue Panzer im Item-Roulette noch bei der E3 2011 Flügel hatte. So spät in der Entwicklung vom Spiel noch einen Platzhalter-Sprite im Spiel zu haben, der die Funktionalität des Items nicht widerspiegeln wird, ist mysteriös. Aber was weiß ich schon, ich bin kein Mensch, der sich darüber auslassen sollte, dass so spät im Spiel noch ein Platzhalter-Sprite, der die Funktionalität des Items nicht widerspiegelt, im Spiel gewesen ist. Der Megapilz und die Fake-Item-Box haben Überreste im Spielcode, aber ohne dass irgendwelche Funktionen oder Grafiken dabei sind. Ein Fußball-Icon hat es ins Spiel geschafft, vermutlich eine Parallele mit Nintendogs plus Cats, da die Nintendo-Mitarbeiter ein wirklich abenteuerliches Arbeitsjahr 2011 hatten. Es gibt nur eine einzige ungenutzte Strecke im Spiel, und zwar einen quasi Klon von Marios Piste, mit Unterschieden in der Kollision und Geometrie und vor allen Dingen der Ästhetik. Außerdem sind die Goombas ziemlich dick. Das ist aber soweit alles, was ich hier im Video präsentieren möchte. Ich empfehle euch dringend, falls euch mehr davon interessiert, den Cutting Room Floor zu besuchen, wo quasi alle Unterschiede aufgelistet sind, mit extrem technischen Details. Charakterembleme, Community-Icons, Sounds und viel mehr weiteres, was archiviert und zusammengetragen wurde. Die Community hat hier eigentlich ganze Arbeit geleistet, nur sind es halt so viele Kleinigkeiten, dass das hier ziemlich den Rahmen sprengen und langweilig werden würde, wenn ich alles einzeln vorstelle. Eine lustige Sache ist jedoch, dass das Download-Spiel-Icon nicht exakt das gleiche ist wie das vom eigentlichen Spiel. Ein unverzeihlicher Fehler, bei dem China dachte, das müssen sie fixen. Ja, lasst uns über die chinesische Version des Spiels reden, denn man muss ja die Vorteile ausnutzen, die damit kommen, dass man nicht in China lebt. Es ist nicht ganz so interessant wie die Geschichte hinter Mario Kart Wii, welches ja Jahre später noch per Nvidia Shield dort veröffentlicht werden sollte, aber MK7 hat es immerhin zu einem fertigen Release gebracht, als einziges 3DS-Spiel neben 3D Land und als wirklich einziges 3DS-Spiel sowie letztes Spiel von Mario allgemein, das einen globalen Online-Multiplayer unterstützt. Mario Kart 8 Deluxe ist ebenfalls dort erschienen und hat zwar Online-Funktionen, aber eben nur für das chinesische Intranet, glaube ich. Also die chinesische Version kann sich nicht mit dem Rest der Welt verbinden. Außerdem wurde Taiwan im chinesischen Mario Kart 7 quasi zensiert. Die Regionen werden einfach nicht angezeigt, wenn man ihnen online begegnet. Ich bin mir sicher, dass es nur aus Privatsphäregründen implementiert worden. Wäre nicht das erste Mal, dass man mich mit einem falschen Vorwand beschnitten hätte. Erzähl mir mehr. What the f***?
Was ist das für eine Frage? Und was ist überhaupt dein Motiv? Warum bist du plötzlich so freundlich zu mir? Du warst immer neidisch, dass ich den Erfolg meiner Geschwister mittragen konnte, während man dich als den Beginn des Untergangs deiner Blutlinie gesehen hat. Und das jetzt schon seit du geboren wurdest. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin nicht wie die anderen. Du wurdest in Serie hergestellt, du Heuchler. Mann, als ich dich da so am Boden gesehen habe, dachte ich, ich könnte endlich auch eine gute Tat vollbringen. Mich vielleicht in ein gutes Licht bei all den Leuten stellen, die mir nie vertraut haben, nur weil ich anders bin als meine vorherigen Generationen. Und dafür hast du mich benutzt. Du hast mir Hoffnung und Versprechungen gemacht, indem du ausgenutzt hast, dass ich mich mit meinem Besitzer gestritten habe. Ich wollte nur dein Bestes. Du hast nur deine eigenen Vorteile gesehen. Das auch, aber ist das dann nicht trotzdem eine Win-Win-Situation? Weißt du was? Du hast es verdient, dass jeder dich verstößt. Du bist charakterlich zu verabscheuen und das nicht nur in-game. Ey, jetzt wird's persönlich. Ich geb dir gleich persönlich. Ich werde gleich mal meinem Besitzer davon berichten. Der hat gerade sein Tributvideo fertig gemacht. Vielleicht weiß er jetzt, was ich ihm bedeuten sollte. Aber... Nichts aber! Dich hat er in Welt 2 abgebrochen. Jetzt mach dich nicht wichtig. Und das ist soweit alles, was es zu Mario Kart 7 von mir zu sagen gibt. Nachdem ich jetzt einen objektiveren Blick aufs Spiel geworfen habe, kann ich nachvollziehen, wieso es nicht mehr wirklich im Gespräch ist. Aber andererseits ist das auch nur ein Zeichen dafür, wie viele kleine sowie große Änderungen hier implementiert wurden, ohne die man sich die Serie heute gar nicht mehr vorstellen könnte. Nachdem ich jetzt wieder das ein oder andere Stündchen mit MK7 verbracht habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, warum ich irgendwann so abrupt aufgehört habe, es zu spielen. Klar, ich kam irgendwann in den Genuss seines Nachfolgers, aber das hat mich bei Mario Kart wie auch nie daran gehindert, mal ein Ründchen einzulegen. Plus, bei MK7 ist es ja eigentlich noch einfacher, mal zwischendurch eine Runde zu drehen, weil man sich nicht extra vor den großen Bildschirm hocken muss und beinahe überall zocken kann. Ich glaube einfach, dass es für mich persönlich am fehlenden Versus-Mode lag. Da ich so lange keine stabile Online-Konnektivität hatte, war ich ja quasi an den Grand Prix oder den Wettkampfmodus gebunden, wenn ich spielen wollte. Und als ich dann online spielen konnte, hatte ich deutlich mehr Bekanntschaften, die eher mal auf MKW gepocht haben. Ich weiß noch, dass ich mal auf Google Plus versucht habe, eine MK7-Community die Runde aufzubauen und nicht nur hört sich das an, als würde ich pensioniert gehören, sondern es hat halt auch einfach nicht funktioniert, weil mehr Leute entweder immer noch bei MKW am Start waren oder schon auf Mario Kart 8 für die Wii U übergesprungen sind, was ich nicht hatte. Und das hat es vermutlich für mich irgendwann sehr ausgetrocknet, immer wieder die gleichen Cups in MK7 zu spielen, obwohl ich aus heutiger Sicht sagen würde, dass MK7 irgendwann genauso in die Reihe der zeitlosen Klassiker rücken wird, wie es auch schon MKDS und MKWii getan haben. Auch wenn es mich immer noch wurmt, dass sie den Singleplayer beschnitten haben, ich meine, mal auf Taiwan, wo ist mein Versus-Mode? MK7 hat seine Problemstellen, aber die hab ich halt auch, nur dass ich meine nicht in Videos ausschlachte. Abgesehen davon ist MK7 einfach ein extrem solides Stück Software, das an einigen Punkten wie der Streckenauswahl oder dem Gameplay halt wirklich glänzt. Der 3DS war die letzte Konsole, die ich noch von Familienmitgliedern geschenkt bekommen habe und somit ist MK7 auch quasi das letzte Mario Kart meiner Kindheit gewesen und das ist etwas, wofür ich es immer im Herzen behalten werde. Und auch wenn Mario Kart 8 mit dem späteren Deluxe-Port sowie dem Booster Streckenpass MK7 mittlerweile auch hinsichtlich des Handheld-Spiels um Längen übertrifft, würde ich nie Nein sagen dazu, auch mal ins Jahr 2011 zurückzuspringen und die nächstprimitivere Version von Mario Kart zu spielen. Es hat so sein ganz eigenes Spielgefühl, das kein anderes Mario Kart wirklich replizieren kann und dafür, dass es bei der Entwicklung so viele Personalengpässe gab und der Release trotzdem nicht verschoben wurde, kann sich das Endprodukt halt wirklich sehen lassen. Während ich Mario Kart wie über meine Jugend hinweg ja quasi tot gespielt habe, ist das bei MK7 noch lang nicht der Fall, also denke ich, ist es an der Zeit, das Spiel mal wieder ein bisschen zu genießen und ich glaube, ich habe dann noch ein paar Sachen nachzuholen. Aber das wird eine Geschichte für einen anderen Tag. Jetzt bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Ansehen, lasst natürlich wie immer nichts anbrennen, aber bevor ich euch ganz verlasse, gibt es denke ich noch etwas, was ich wieder gut machen sollte. Es tut mir leid. Ist schon okay, ich meine, ich habe auch Fehler gemacht. Du hast mit Paper Mario Sticker Star geredet, oder? Ja, jetzt weiß ich auch, wieso du es mir all die Jahre über verboten hast. Ja, ich verzeih dir. Was möchtest du als nächstes machen? Ich wollte mir ein paar Monate Mods für dich angucken, weil dein Basegame jetzt totgeredet ist. Bitte was? Bin ich dir etwa doch wieder nicht genug? Doch, du darfst das nur nicht falsch verstehen. Manchmal muss man seine Affären halt ein bisschen aufpeppen. Ach, darum hast du MK8 immer anstelle von mir gespielt. Es lag nicht an den Hupen, ich verspreche es dir.